ein Symbol von männlicher Kraft. Dem Symbol sollte Muni mit dem Namen Alpsteg gerecht werden. Auf 1345 Meter über Meer ist er beim Züchter Reto Rusch gut aufgehoben. Der Name Alpsteg hat er aber noch nicht lange. Weil er der Sieger Muni vom eidgenössischen Schwingfest in Appenzell ist, haben sie ihn umtauft. Der Reto Rusch und seine Familie sagen ihm aber immer noch seinen alten Namen: Simon. Ein Prachtkerli, der mittlerweile gut eine Tonne auf die Waage bringt. Ich hatte schon immer Freude an Stieren. Und dann haben wir, als die Frau mal ein Kälbli gekauft hat, und dann hat die Kuh immer ein Kälbli gebracht und dort hat sie einen Muni gebracht. Und dann haben wir gesagt, wir behalten ihn. Der ist sehr, hat einen sehr guten Charakter. Der Appenzeller Züchter hat keine Angst vor Muni. Wenn man mit Stier aufwächst, dann weiss man, wie ein Stier tickt und kann entsprechend handeln. Dass der Alpsteg so einen guten Charakter hat, ist aber kein Zufall. Dass er von einer Kuh ist, die uns sehr ans Herz gewachsen ist, wo man mit Stolz sagen, dass der Muni sicher recht ist. Der Alpsteg hat einen Wert von ca. 4'500 Franken und ist der Barstolz vom Züchten. Trotzdem nehme ich viel Schwingen nicht den Muni mit, sondern das Preisgeld. Ja, das ist eine Art viel, dass der Stier nicht nimmt. Und für den Züchter wäre es irgendwie auch schön, wenn sie ihn einmal nehmen. Aber in der Regel ist ja dann der Stier auch 3-jährig und dann sind sie halb lästig und dann gibt man es eben nicht mit. Der Reto Rusch hat selber Schwingenblut. Und er freut sich darum gesponnen auf das Jubiläumsschwingfest am 8. September. Und bis dann wird der Alpsteg auch noch hunderte von Kilo zulegen.